Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Scrap Mechanic. Und Mario ist natürlich auch am Start und hüpft hier so fröhlich. Ich mache heute mal einen Frosch. Was? Heute Frosch? Siehst fast so aus hier im Spiel. Bitte? Guck sich das mal einer an. Ja, diese Froschaugen. Wahnsinn. Die hat schon mal einer mit dem Hammer verpult. Nein, aber guck mal. Bäm. Bäm. Anni wird schon wieder frech. Anti-Aggressionstraining hier. Ja, aber doch nicht an mir, sag mal. Warum nicht? Geh weg. So, wir haben natürlich nochmal den Schalter umgebaut, nachdem wir die reichlichen Tipps von euch bekommen haben, dass wir den noch außen ranbauen sollen und natürlich dann an den Sitz ran. Ja, ich weiß auch nicht, wir hatten irgendwie einen Denkfehler, haben gedacht, wir brauchen zwei Schalter, einen innen, einen außen. Ja, naja. Manchmal darf man sich ja auch mal verdenken. So funktioniert es jedenfalls auch, man kann das jetzt hier von außen aufmachen und wenn man sich reinsetzt, geht die Luke auch wieder zu. Quasi so drückt man den Schalter und Luke geht wieder zu. Perfekt. Genauso wie es sein soll. Ich meine, ne, wir wollen ja nicht die ganze Zeit das Auto offen lassen. Ja, und somit ist das Ding jetzt hier auch, ja, mehr oder weniger fertig, würde ich einfach mal sagen. Ist ich finde, sieht offen. Sehr stylisch aus. Ja, ist halt offen, ne? Also, gerade so vorne, die Motorhaube gefällt mir sehr gut. Möglicherweise kann man vielleicht irgendwann, aber nicht heute in dieser Folge, noch ein Verdeck hier dazu bauen, dass man dann auch noch öffnen könnte, so einfach für regnerische Tage, denn wenn es reinregnet, macht das wenig Spaß. Aber das passiert nicht jetzt, denn wir haben einen Plan. Nee, oh mein Gott, wir haben hier regnet es doch nicht, deswegen regnet es ja auch nie rein. Das sagst du. Was machst denn du jetzt? Ich habe nur noch kurz die Schrauben angemalt, damit man die ein bisschen besser erkennt. Merkt euch das, Mario hat Farbe in die Hand genommen. Ja. Das ist ja ein epischer Moment hier heute. Ich male ja in echt auch. Das stimmt, in echt malt Mario auch, aber angemalt will er nur nicht werden. Ja. So, Anni hat heute vor, irgendwas zu bauen. Ich habe vor, was zu bauen? Ja, also ich habe zumindest vor, anzukündigen, was wir bauen. Ach, was wir bauen? Wir bauen einen Wohnwagen. Ein Wohnmobil. Um Gottes Willen. Ein Wohnmobil. Stimmt, ein Wohnwagen. Naja, Wohnwagen, Wohnmobil. Ist ein Unterschied. Ein Wohnmobil kannst du fahren, ein Wohnwagen ist irgendwo zum Ranhängen. Stimmt. Dann auf jeden Fall ein Wohnmobil. Ja, entschuldige bitte diese... Da fangen wir an. Ich warte hier so lange, bis du fertig bist. Ja, okay. Dann stelle ich mich mal hin. Du könntest mal das andere Auto wegfahren. Ich parke es mal um. Ich stelle es mal hier direkt neben den... Achso, ich dachte, du setzt dich mal rein. Das wäre doch viel cooler gewesen. Aber es kann doch nur einer lenken und der andere kann steuern. Das haben wir doch das Problem. Merkst du was? Noch ein drittes Lenkrad dran. Das alles kann. Das war einfach nur Teilung, also Gewaltenteilung sozusagen. Gewaltenteilung. So, okay. Also, wir fangen an. Irgendwas Leichtes. Ich habe schon überlegt, hier auch aus diesem Teilblock, aus dem weißen Zeugs. Aus dem Weißen? Echt? Weiß nicht. Oder wir nehmen... Medium. Oder wir nehmen Holz. Holz ist eigentlich ganz schick, vor allen Dingen, wenn man es anmalt, sieht es auch ganz gut aus. Ist ein rostiges Wohnmobil, rostig sei ich schon. Ein modriges Wohnmobil dann irgendwann mal. Ich habe ja schon Holz da unten in der Leiste. Wunderbar. Ja. Was ist eigentlich mit dem Ding hier? Können wir das mal wegbauen, oder? Ja, fahr mal weg. Ich meine, geht ja auch wieder nicht. Ich meine so im Sinne von... Ja, im Sinne von was? Also abbauen, wegbauen. Nein! Hallo? Also jedes bleibst Werk du mal stehen? Bleibt hier stehen. Nein. Ah, jetzt steig doch mal ein hier. Geh weg. Das dauert. Nimm dich jetzt mit. Los, Bau dein Wohnmobil. Los. Ach Gott. Ich baue mein Wohnmobil. Da darfst du aber dann nicht zu Besuch kommen, du. Das sag ich dir. Und die Musik spielt wieder. Du. Haben wir natürlich die Straße zu geparkt hier, was macht nichts. Aber ich finde, also der schwarze Wagen hier gefällt mir ziemlich gut. Ja, ich finde den auch sehr cool. Sieht sehr stylisch aus. Was ist denn das hier? Ist ja voll auf unebener Ebene. Ist doch egal, das wird schon gehen. Aber hinten kannst du voll nicht weiterbauen. Ich kann hier voll weiterbauen. Und wenn, dann setzen wir das einfach um. Ich weiß noch nicht, wie breit das sein muss. Wahrscheinlich sehr breit. Ja, mach mal. Denn da muss ja auch ein Klo rein und ein Schlafplatz. Ja. Und überhaupt. Korrekt. Lass mal noch. Dann machen wir mal deutlich mehr. Am Ende sieht es wahrscheinlich aus. Also ich hoffe, du hast ja gemerkt, wie viele Blöcke es sind, ne? Niemals, weil du musst jetzt dann genau das gleiche bauen. Nein, das, warte mal. Ich zähle gleich nochmal nach. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17. Es soll ja eine ungerade Zahl bleiben. Ja, dann hätten wir ja quasi im Prinzip jetzt hier in der Mitte, die Mitte, logischerweise, ne? Ist ja irre. Die Mitte in der Mitte, ich raste aus. Boah, das ist aber ein breites Gefährt. Da müssen, ja, müssen wir aber noch ein bisschen nach hinten ranbauen. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Hier, komm. Warte, ich mach schon. Na, dann mach mal. Wir auch mal was bauen. Auch mal was Sinnvolles hier betätigen. Einfach rumsitzen. Oh, das geht auch. Shit. Gleich daneben gebaut. Das ist schön, ne? Mario will einmal mitbauen und versemmelt das gleich. Ach, hier, guck dir das mal an. Ist ja super.
Ich weiß gar nicht, was du hast. Reicht das jetzt von der Fläche her oder also, ich muss jetzt mal überlegen, ne? Irgendwo müssen wir ja mal die Eingangstür machen, ne? Kommt man jetzt dann nur rein, wenn man quasi durchs Fahrerhaus geht, was jetzt zum Beispiel hier wäre? Nee, es muss auch hinten es geht einen auch Eingang hinten geben, also auch zur Seite irgendwo. Und zwar mit einer geilen Schiebetür. Eine Schiebetür? Also, ob die geil wird, Scheiße. Ist jetzt die Frage, aber zumindest mit einer Schiebetür. Oh Mann. Ja, also, oder Schiebetür, vielleicht auch einfach so eine Tür, die sich hebt. Das entspricht ja eher so unserem Wissensstand hier. Also, heben ist, weiß ich nicht. Das ist einfacher. Halt das, also wie so eine Rampe halt, ne? Nur, dass die halt dann wo nach sollen, oben klappt. Also, warte mal, ja, gucken wir ganz kurz. Bauen wir vorne die Sitze hin. Mach ich. So. Wobei, man müsste ja ein bisschen erhöht sitzen, ne? Glaube ich. Also, so minimal noch hoch. Ja, müsste man schon. Aber ich könnte ja testweise jetzt einfach mal... Bei unten kommen ja noch so Radkästen dran und ja. Reifen und so ein Zeug. Das muss ja alles wieder hin. Na gut. Dann, Moment. Ich steck mir das mal hier kurz so ein bisschen ab. Kurz gucken, wie viel Platz das... Ja, ist aber echt nicht viel Platz nach hinten, ne? Deswegen muss da noch ein bisschen was kommen. Ich glaube, das wird ein riesiges Geschoss, du. Leg da ruhig mal los. Also, so ungefähr. Erstmal hier kurz platzieren. Was ist hier los? Nein. Abbauen können wir immer noch was. Ja, eben. Das denke ich mir doch auch. Ey, hör mal auf zu bauen hier. Ich kann nicht erweitern. Ja, Entschuldigung. Ich wollte ja nur mal den Bereich hier so ein bisschen abstecken, ne? Einfach, dass wir da nachher nicht uns in die Quere kommen. Ja, okay, da passt jetzt schon ein bisschen mehr drin. Ja, aber guck mal hier. Also, das würde ich dann jetzt einfach hochbauen. Noch zwei oder so oder drei. Was meinst du, wie hoch die Radkästen werden? Na, die werden schon ein Stück hoch. Aber du kannst die Sitze auch weiter zusammen machen. Die sollen nicht so weit auseinander sein. Weil wenn hier noch eine Tür hin soll und irgendwie Verstrebungen fürs Dach und keine Ahnung. Na gut. Machen wir mal. Komm. Sitz. Na, warte, ich muss mal ganz kurz noch was erweitern hinten. Mach mal, ich wollte ja noch was abbauen. Ja, du weißt ja, wir blockieren uns wieder gegenseitig. Ja, ja. Dann sag Bescheid, wenn ich mal was setzen jetzt. Kann. So, guck mal, dann gucken wir uns das mal so an. Und hier kommt der andere Sitz hin. So, das ist jetzt trotzdem noch passend, meiner Meinung nach. Ja, also. Nee, die sind nicht zwei, mittig. Also ja? Kannst. Nee, mal warte mal. Du kannst aber auch gerne in der Mitte ein bisschen mehr Platz lassen, weil du weißt ja, Schalter und sowas kommen in der Mitte. Aber ist auch nicht mittig. Der hier hätte weiter rüber gemusst. Ja, wieso? Ich kann es auch so machen. Außerdem sind die falsch rum. Das macht gar nichts. Das macht überhaupt nichts. Ich wollte wieder falsch rum. So. Was ist denn hier? Warum fehlt hier so ein. Nee, warte mal. Hier fehlt ein Block. Warum hast du einen Block weggemacht? Ja, ich, ja. Kein Wunder, dass er nicht mittig ist. Mhm. Aber ist auch nicht mittig. Guck mal, jetzt. Was ist denn jetzt hier los? 1, 2, 3? Nee, das ist 4. Falsch hier. Du musst vorne gucken. Hinten deine Dinger sind falsch. Warte, meine Dinger sind falsch? Ja, die hier sind falsch, diese Holzstreben, die du gebaut hast. Die sind nicht gleich. Ach so, ja, macht ja auch nichts jetzt. Hier, guck mal. Aber du. Oh, ist dir das jetzt wieder zu richtig. Wenig? Ja, nein. Aber ist dir das zu wenig? Nein, zu viel das Platz? Ist doch in Ordnung. Alles super. Ich hab gesagt, die sollen ein bisschen näher zusammen. Gut. Dann haben wir das so. Das ist doch großartig. Wo sollen die Tür hin? Die Tür. Oh. Na, auf jede Seite eine? Oder meinst du jetzt nur die für hinten? Für hinten. Die Tür für hinten? Alter, ist das ein LKW. Das ist echt, ey, das ist ein Wohn... Jetzt komm halt her und sag mir, wo die Türen soll. Also, wir kommen irgendwo rein und soll das dann direkt einmal rechts rum in den ganzen Wohnbereich gehen? Also, oder, was ja oder ganz... Oder soll das mittig sein, dass links irgendwas ist und rechts irgendwas ist? Also, oder? Ich hätte schon... Also, entweder mittig, wo du dann sagst, okay, du kommst halt rein und dann hast du hier nach rechts hinten... Bitte nicht entweder oder, weil das kann ich mir selber aussehen. Ich, ja, ist mir klar, oder dass halt entweder... hinten, dass du dann reinkommst und... dann halt das Wohnparadies hast, ist die Frage. Ich hätte jetzt, also wenn, dann hätte ich entweder hier gebaut. Ja, hier vielleicht auch gleich und dann kannst du nach hinten hier, voll. Oder hier mittig. Wir müssen auch noch einen Notausgang bauen. Oder irgendwo hier mittig, dass wir halt wirklich, weiß ich nicht, also links dann in den Küchenbereich kommen und rechts ins, was auch immer, Schlafzimmer oder so. Na, dann probieren wir das mal mittig aus. Ich oh meine, mein umbauen kann man immer noch. Jetzt sagst du immer deinem Jugendlichen Leichtsinn. Ja, doch. Aber ich habe das Gefühl, das muss noch breiter werden. Ich glaube, das wird nicht reichen. Aber gut, wir lassen das erstmal so. Das nee, macht bauen, ja nichts. Dann bauen wir es halt ein bisschen breiter, ist ja nicht das Problem. Ja, das können wir dann machen. Ne? Also ich bin mir jetzt noch nicht sicher, vielleicht reicht es auch doch. Ich muss mal kurz schauen, was hier so die Toilette sagt, wie viel Platz sie klaut. Und so eine Matratze. Also ich muss das mal testweise hier irgendwie hinlegen. Wir brauchen ja auch zwei. Ja, also wenn man sich jetzt überlegt, okay, man kommt so rein, links die Küche, dann ist der Schlafbereich eher hinten neben dem Klo. Ja, neben dem Klo, ganz neben besonders dem neben Klo. Dem Klo. Was ist denn hier jetzt los? Warum jetzt? Ne, also guck dir mal an, wie breit so eine Matratze ist.
Naja, das ist doch völlig in Ordnung. Hoppala. Das reicht doch. Das soll ja nicht links und rechts noch irgendwie mega viel Platz sein neben der Matratze. Das ist so, wenn man sich die mal anguckt, so ein Wohnwagen, so ein Wohnmobil, dann sind die Betten meistens so integriert quasi. Also kannst du links und rechts nicht runterfallen, das ist einfach so an der Ecke irgendwo. Stimmt, das könnten wir auch machen. Ich meine, jetzt kannst du halt da nicht runterfallen. Jetzt kann man halt von der Seite theoretisch noch reinkrabbeln. Aber wir gucken erstmal weiter. Was sagt denn die Toilette? Das WC. Erstmal finden. Das Klopapier habe ich schon gefunden. Das Wichtigste. Ich bin gerade überlegen, wie baut man denn so ein Dingens hier? Ein Dingens? So ein... Hier so ein... Nee, was meinst du jetzt? Eine Schiebetür. Eine Schiebetür oder so eine, die sich einfach hebt? Oder schließt? Eine Schiebetür? Du wolltest eine Schiebetür haben? Ja, aber ich habe mir das noch nicht so angeschaut. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Erstmal ein Controller, dann brauche ich noch Bearings. Bearings. Also ist die Frage, ob man jetzt hier echt nur so ein Mini-Klo macht? Ey, bitte nicht direkt nehmen. Nein, das kommt irgendwo, wenn du reinkommst, kommt hier irgendwo ein Klo hin oder so. Okay. Wird ein schmaler Gang zum Durchlaufen bleiben. Okay. Ich tob mich erstmal aus. Ich sitze schon auf dem Pott. Großartig. Da wackelt mir gleich der Hintern. Guck dir das mal an. Das brummt, sag ich dir. Das brummt. Oh je. Nochmal. Oh Mann. Hat er gerade gespült? Echt? Hat's? Nimm mal rauf. Ja, geil. Vorbildlich. Aber kein Waschbecken da. Schön. Ja, toll. Hände waschen nicht vergessen. Worum man das hier hingeht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schön einfach durch. Das ist doch kein Rohr gesetzt, ey. Oh, aber das ist viel zu weit hier. Naja. Gut, machen wir weiter an deiner Stelle da. Ich gucke mir das hier gleich mal. Ich trenne mal kurz einen Bereich ab. Das Problem ist, ich muss erst mal gucken, wie breit soll denn diese Tür sein. Kuschelige Schlafnische. Kommen wir hier durch? Ja. Man würde hier durchkommen, ne? Bequem. Warte mal. Hier. Das sieht gut aus. Also wir bleiben zwar immer hier mit unseren Stangen im Rucksack hängen, aber ansonsten rein theoretisch kommt man durch. Ja, das ist super. Dann braucht er nicht so lang sein hier, das Teil. Na, mach mal. Mach mal. So. Wo ist denn hier das Waschbecken? Immer schon mal alles hinsetzen. Hä, sind die neu, die Teile hier? Diese Toadbot Head? Was auch immer das ist. Ach, ja. Roboterkopf. Ach, ist ja lustig. Aha. Ja, tatsächlich sind die neu. Cool. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt. Letztens kam ein Mini-Update. Ich weiß allerdings nicht, was da passiert ist. Vielleicht noch ein paar neue Bauteile. Roboterköpfe. Ist ja lustig. Ja, vielleicht noch was anderes neu. Nee, schade. Glaube ich nicht. Nee, irgendwie nicht. Ist denn das gute Waschbecken? Da, das Sink. Alles klar. Ein paar Pflanzen kommen dann natürlich auch noch hin, aber nicht jetzt. Ganz besonders wichtig, Blumenbeet. Blumenbeet, selbstverständlich, für die Narcoberries. Ach nein, falsches Spiel. Für das Gras. Für das, ja, bitte, Mario will... Für das Gras hier, was ganz normal... Hallo, nur wenn ich von der Wiese rede, denkst du nicht gleich an das Gras, bitte. Hallo, wir haben gerade von Narcoberries geredet, warum kriege ich denn hier... Du hast von Narcoberries geredet. Stimmt. So, gut, machen wir hier mal kurz ein bisschen nach... Nee. So, nee. Dann kann ich das nicht einfach nach oben bauen. Jetzt. So, dass wir uns hier auch nicht die Rübe stoßen. So. Na, ungefähr so. Ist ja okay. So, dann... Nee. Oh, falsch. Okay. Ey, hör doch mal auf zu drängeln. Ja, Entschuldigung. Das nervt. Entschuldigung. Oh ja, das nervt. Aber das du stehst doch genauso irgendwie. Das drängelt mich jedes Mal weg. Ja. Jedes Mal. So, ich brauche mal hier irgendwie erstmal einen anderen Baustoff. Ein Baustoff? Ich nehme mal hier das Ding noch dazu. Ja. Kurz greifen wir eh gerade nicht. Ja, direkt gegenüber vom Klo hier. Oder so. Wunderschön. Wobei, besonders dicke Menschen können jetzt hier nicht ohne Probleme sitzen.
da bekommt der Begriff Presswurst einen ganz anderen Begriff. Oh nein. Okay, ja, ihr merkt, Marius gut drauf. So, wo ist denn hier was für die fürs Klopapier? Das ist in Ordnung, das sieht total komisch aus hier. Warum sind das eigentlich so merkwürdige Blöcke? Komm, dann da. Wunderschön. Ist halt unser Wohnklo. Brauche ich noch was fürs Klo? Mal gucken. Zeitschriften oder so wären eigentlich ganz nett. Zeitschriften. Ja, hallo, so ein kleiner Schrank mit Zeitschriften. Wenn man einfach mal seine Ruhe haben möchte auf dem stillen Örtchen, dann nimmt man sich ein paar Zeitschriften mit. Mhm. Ja. Mhm. Ey, jetzt hast du hier dieses komische Klon gebaut und das stört mich total bei meiner konstruktiven Tätigkeit, denn ich kann hier nicht mal einen Schritt zurück machen, um mir das anzugucken. Ja, dann Mann, das ist Klon gebaut. Dann musst du dir jetzt hier was anderes ausdenken. Warum geht der Eingang eigentlich zur Küche? Sag mal. Ich dachte, wenn man reinkommt, direkt, dass du nicht erst in die Küche musst und dann direkt hier ins Klo. Nee, hier soll der Eingang sein. Also du wolltest sein. Da die... Ja, das macht ja nichts. Das war eigentlich der Plan. Das kriegst du noch hin. Nee, aber dann muss ich die Toilette jetzt umbauen hier. Mensch, mache ich ja schon, ist ja okay. Aber weißt du, manchmal ist das auch so, dass du halt spontan von der Küche mal eben den Weg suchen musst. So, nein, falsch rum. Mensch. So. Kommt hier jetzt die Klorolle hin? Ich bin gerade überlegen, müsste sich das nicht eigentlich immer drehen hier, sag mal? Oder hat sich das nicht immer gedreht? Wer hat sich gedreht? Na hier, das Dingens hier. Ja. Also, warte mal. Guck mal, was du hier gemacht hast. So, da ist der Connector. Na, wenn der jetzt verbunden ist, brauchst du auch noch einen Schalter, ne? Ja, aber ich meine, das hätte doch... Also normalerweise ist es immer so, wenn man einen Bearing baut. Hm? Nee, den hast du schon verbunden. Ja, hab ich. Nee, solltest du ja nicht. Normalerweise ist es doch mal so, wenn man irgendwas hier dreht. So. Nee, du musst noch einen Schalter bauen, das geht so. Da ist ein Schalter. Ach so, und der ist aber auch, der ist noch nicht verbunden, oder? Doch, der ist jetzt verbunden. Ich sehe das noch nicht, jetzt. Ach so, deswegen hat sich das nicht gedreht, weil es immer noch on the lift ist. Ja, genau, richtig. Dann lass uns mal ganz kurz hier Reifen ranbauen, quasi. Ja, das geht auch ohne Reifen zur Not. Nee, aber dann kann das auch mal auf dem Boden stehen, weil dann braucht man das nicht jedes Mal hoch runterbauen. Mach mal. Was kann man denn hiermit eigentlich sinnvoll verbinden mit der Toilette? Ich meine, das spürt ja eh, aber so ein extra Schalter muss ja auch sein. Die Reifen sind jetzt natürlich noch nicht die finale Variante, ne? Also, braucht ihr nicht wundern, Mama, bitte hoch den Lift. Hoch den Lift. Was, hoch den Lift? Hoch den Lift. Ja, Moment. Oh. Ey! Ja, was denn? Okay, nee, ich habe mich gerade nur erschrocken. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Genau. Das sah jetzt aber richtig gut aus, ne? So, zack, bumm. Runtergefallen. Ey, jetzt hör doch mal auf zu drängeln. Das ist echt... Ich baue dich gleich ein. Nein. Ich hab doch hier mein kleines Reich. So, ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Brauche ich noch einen Schalter? Ja, nehmen wir... Nee, doch, nehmen wir... Ich weiß gar nicht. Machen wir mal so. Na? Wunderschön. Und dann... Kann ich das hier... Jetzt habe ich meinen Connector abgewählt. Verdammt. Glückwunsch. Ja, danke. Nur ganz kurz überlegen. Gucken, ob das klappt. Aber irgendwie, ich meine, jetzt habe ich die Toilette mit dem Radio verbunden, aber eigentlich wollte ich es ja aktivieren. Die Toilette mit dem Radio? Ja, also ich habe jetzt auch den Sinn da eigentlich, jetzt habe ich die Toilette abgebaut, den Sinn eigentlich gar nicht verstanden, was ich jetzt machen wollte. So, erstmal disconnecten. Huch. Machen wir anders. Aber nee, das ist doch... Warum zum Henker wird hier eigentlich so ein grüner Kreis angezeigt? Wo denn? Ich meine, hier, also wenn du das connecten willst, das macht ja gar keinen Sinn, irgendwie die Toilette mit irgendwas zu connecten. Warum nicht? Na, womit denn? Na, weiß ich nicht, mit dem Knopf. Na, ja, mit dem Knopf? Da kannst du halt, da machst du, weiß ich nicht, machst du ein Dach drauf mit Dachluke. Ja, dann kannst du rausgucken. Dann kannst du beim Kacken, kannst du schön nach oben gucken.
Okay, alles klar. Mario möchte also gerne Sterne gucken beim Kacken. So ist das jetzt hier zu verstehen. Oh, du machst einen Schalter ran, dass du auf dem Klo das Radio aktivieren kannst. Ja, das wollte ich ja. Dann mach doch. Jetzt habe ich Schluck auf. Toll. Sehr schön. Okay, dann probieren wir das mal so aus. Nicht mit dem Knopf, mit dem Schalter. Es geht doch aber auch mit dem Knopf. Nein, weil das Radio dann permanent, du musst den Knopf permanent drücken, ach damit so. Das Radio läuft. Ach so, ah nee, das ist natürlich sinnbefreit, das stimmt. Ist es. Dann wechseln wir hier nochmal den Schalter. So. Okay, ist doch wunderbar. Kann man sich allerdings nicht anlehnen mit dem Kopf. Na egal. So, jetzt muss es nur noch miteinander connecten. Ja, ist schon. Ah, wunderbar. Ne? Also, muss man sich nicht wundern, wenn man nach 2 Stunden immer noch nicht wieder vom Klo zurückgekommen ist. Ja, andere nehmen ihr Handy mit und so, ne? Und hier... Ja, die nächsten nehmen ihr Radio mit. Genau. Jetzt natürlich die Sache, auf der Toilette wäre auch sowas wie eine Dusche ganz geil, ne? Auf der Toilette. Also, naja, da muss das Ding noch viel, viel größer werden. Ist halt die Frage, ob es hier überhaupt irgendwie sowas gibt, ansonsten muss das Waschbecken halt reichen. So, ich baue das mal eben hoch hier. Wir haben ja auch gar keine Dusche, also es geht ja auch gar nicht. Du kannst ja irgendwas improvisieren. Haben wir eine Gießkanne? Bauen. Haben wir eine Gießkanne? Nee, aber ich weiß, was ich baue. Huch, wo ist denn... Hä? Was ist denn das hier? Was ist denn da passiert? Wer hat das denn gebaut? Das weiß ich doch. Ich dachte gerade, das Ding hängt irgendwie unter der Erde. Schön. Okay, also ihr seht schon wieder, Mario hat so richtig raus. Kannst du mich mal bitte hier rauflassen? Nein. Bitte. Nein. Aber ich möchte da oben weiterbauen. Ey, du standst bestimmt auf der Hinterachse, deswegen ist abgefallen. Hallo, was soll das denn heißen? Ja, was soll das denn heißen? Na, kurz hier. Oh Mann, ey. Oh Mann. Projekt Wohnmobil. Ich finde, das sieht jetzt schon total... episch scheiße aus. Nein, nenn es doch einfach episch. Das wird ein echtes Wohnklo. Ja, im wahrsten Sinne. Jetzt mach doch mal runter hier. Nee, wir machen jetzt erstmal hier eine Pause. Ist ja Wahnsinn. Okay, dann machen wir jetzt eine Pause und sind in der nächsten Folge wieder am Start. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja, das sollte nicht das Problem sein, denn wir haben nämlich jetzt noch ein bisschen was vor. Anja da gleich ihr Hearthstone-Match, deswegen kurze Folge heute. Ja, das stimmt, richtig. Aber ja, dann also bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.